Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DEL2-Meisterschaftsspiels zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Tölzer Löwen. Vor 2669 Zuschauern haben wir einen Endstand von 5:0. Ich darf die beiden Trainer recht herzlich begrüßen, zu meiner linken Coach der Tölzer Löwen, Rick Böhm, und zu meiner linken ESVK-Coach Andi Brockmann. Herr Böhm, Ihr Statement zum Spiel zuerst, bitte. Zuerst guten Abend und Gratulation an Arnold und seine Mannschaft, die sicherlich das Spiel verdient gewonnen haben. Die waren in nahezu jeder Belangen stärker wie wir. Ausschlaggebend auch dazu das Überzahl sowie auch Unterzahl. Also die Special Teams waren von Kaufbeuren eindeutig das Matchwinner. Wir hätten vielleicht länger das 0-0 halten müssen, um hier eine Chance zu haben zu gewinnen. Haben wir leider nicht geschafft und danach war es relativ schwierig. Wir waren auch leider etwas zu unentschlossen in Bezug auf die Chancenwertung. Wir haben relativ wenig Torschancen, aber die wir gehabt haben, haben wir auch nicht so mit dem Druck oder Nachdruck umgesetzt. Und dadurch ist der Null auch in Ordnung. Danke. Danke, Herr Böhm. Andi, Glückwunsch zum Sieg und deine Meinung? Danke, Rick. Ja, zum Spiel, ich glaube, wir haben gewusst, wir müssen ein hohes Tempo spielen und aggressiv eigentlich unser Spiel spielen, weil Tölz ist unangenehm zu spielen. Die arbeiten hart, die kämpfen, die geben nie auf und unangenehm in die Zweikämpfe. War natürlich wichtig, dass wir gleich im ersten Powerplay das Tor geschossen haben. Das hat aber auch ein bisschen Dosenöffner für uns. Das ist ein bisschen leichter gegangen. Ja gut, noch im ersten Drittel 3-0, das kennen wir mittlerweile. Es ist dann, aber ich glaube, im zweiten Drittel wir haben auch vernünftig dann weitergespielt. Das ist klar, wie gesagt, Tölz gibt nicht auf und immer weitergespielt und haben die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Ab dann der 30. Minute dann sind aber einfach viel zu viele Strafen auf beide Seiten gefallen und das Spiel war total zerfahren dann nur noch. Wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass wir 5-0 hier gewonnen haben, beziehungsweise 3 Punkte auch geholt haben und sehr wichtige 3 Punkte. Und ja. Sonntag geht's weiter. Danke, Andi. Gibt's Fragen? Ohne jetzt das Haar in der Suppe suchen zu wollen, gibt's irgendwas, das Sie heute noch großartig zu bemängeln hätten bei Ihrer Mannschaft? Oder war das ein rundum gelungener Auftritt? Gibt's nichts zu bemängeln. Wenn die 5-0 gewinnen, und ich kann immer was finden, was nicht gut ist. Ob jetzt Powerplay gut ist, aber wie gesagt, wenn wir 5-0 gewinnen, sollen wir zufrieden sein. Und dann noch ein Wort. Sie haben mal in Richtung der Schiedsrichter gerufen. Können Sie uns sagen, was Sie da aufs Eis gerufen haben? Ob Sie mit mir morgen Mittag zum Mittagessen gehen. Aber wollten nicht, die haben keine Zeit, haben Sie gesagt. Alles klar, danke. Andi, erlaub mir kurz eine Nachfrage zum Stefan Feiß. Ich glaube, der 6. Shutout jetzt in der Saison. Wie wichtig ist er für uns? Ja, das brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einer der besten Tormänner in der Liga. Und aber auch ein bisschen, was Stefan kann und wie wichtig, dass er für uns ist. Aber ich muss auch sagen, die Jungs machen auch einen guten Job, die blocken Schüsse und alles. Und das ist ein gutes Zusammenarbeiten. Und er ist enorm wichtig für uns. Und ganz einfach, wenn er zu Null fängt, haben wir immer Chance, ein Spiel zu gewinnen oder mindestens einen Punkt zu machen. Danke, Andi. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, darf ich noch daran erinnern, dass das nächste Heimspiel vom ESVK am 4.2. ist. Um 17 Uhr sind die Heilbronner Falken zu Gast. Unseren Gästen wünsche ich noch einen guten, gesunden Nachhauseweg und einen schönen Abend. Vielen Dank.